Das Problem ist vielleicht, dass viele Menschen den Unterschied zwischen Bürogemeinschaft und Coworking Space nicht verstehen. Die sagen dann, okay, das ist jetzt das neue englische Wort oder das neue moderne Wort für eine Bürogemeinschaft und was soll das jetzt? Ist ja nichts Neues. Und die verstehen dann halt nicht, dass wir eine neue Generation sind, die mehr miteinander kollaboriert, als gegenseitigen Konkurrenz zu treten. Ah, super. Eine Idee zu haben ist das eine Idee zu umzusetzen ist viel schwieriger. Also es gibt viele gute Ideen, aber nur wenige, die gut umgesetzt worden sind. Und in der Umsetzung braucht man einfach andere Menschen. Wir können anbieten Informationen zum Thema Online-Marketing, zum Thema Design, zum Thema Social Media. Ich würde halt vorschlagen, wir machen dann einfach hier ein X, also hier hinten diese Themen. Und wenn es das ist, machen wir hier ein X. Nur irgendwelche kleinen Firmen ist jetzt nicht so wichtig. Aber da hat ja im Prinzip ein... Also der Arbeitsalltag ist teilweise ein bisschen anders als in einem klassischen Büro. Und zwar deshalb, weil ich hier mit anderen zusammenkomme. Das heißt, ich treffe hier nicht nur Menschen, die im gleichen Unternehmen arbeiten, sondern ich treffe auch andere Unternehmer, ich treffe vielleicht Mitarbeiter von anderen Unternehmen. Ich kann mich also auch außerhalb des Unternehmens einfacher austauschen und einfach auch mal offen mit jemandem sprechen, der vielleicht nicht einer meiner Mitarbeiter ist oder nicht einer meiner Konkurrenten oder nicht einer meiner Wettbewerber oder meiner Partner, sondern der in einer ähnlichen Situation ist. Einfach nur im Text irgendwas dazu schreiben und deswegen finde ich es gerade so nett, wenn es das vielfältige Möglichkeiten einfach angeben kannst, dann kannst du alles, was so ungefähr dazu gehört. In dem Tool mehrere solche Streams zu verwalten. Das heißt, das kann ich jetzt für mein eigenes Unternehmen machen, das kann ich einfach für irgendein Thema machen. Musst du dann mit jemandem befreundet sein, damit du das sein kannst? Nein. Es gibt auf Facebook rechts unten im Eck Sinnvolles, wo das wirklich gut funktioniert, haben wir eigentlich nicht gefunden. Also es gibt sogar offene Website für die Darstellung irgendwo auf einer Veranstaltung oder eben um einfach mal nach dem Begriff, der mit dem Projekt zu tun hat. Food for Feedback ist eines der Veranstaltungsformate und eine der Möglichkeiten, die es im Coworking Space gibt, die wir eigentlich regelmäßig praktizieren, die einfach die Zusammenarbeit und das Arbeiten im Coworking Space spannend machen und sehr, sehr viel Mehrwert für jeden bringen. Eine Möglichkeit, die man sonst nicht so einfach bekommt, ist einer der großen Mehrwerte, die der Coworking Space mit sich bringt, dass man zwar selbstständig und für sich arbeitet, aber eigentlich mit anderen gemeinsam sich sehr, sehr viel austauscht und gemeinsam an der Lösung von Problemen arbeiten kann. Hallo, ich habe Sie angemeldet. Hallo Roland, ich bin Romy, ich bin die Betreiberin von Coworking Space. Wir haben uns da so Karten überlegt, weil das Fest soll ja einen Mehrwert bieten, nämlich dass du Menschen kennenlernst, die dir vielleicht was bringen und haben da keine Aufwände gescheut, dir drei Personen zuzuteilen. Und es wäre super, wenn du am Fest diese Personen suchst. Okay, super. Zentrum Salzburg sein und in drei Jahren auch einen zweiten Coworking Space eröffnen und den dann auch mit Kinderbetreuung. Es ist komischerweise, es ist so, dass sehr wenige Mütter hier im Coworking Space sind und das Potenzial ist schon da, dass man mit Kinderbetreuung auch die Bedürfnisse von Müttern und Frauen in Karriere- und Mutter-Situationen eigentlich abdecken könnte.